Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Einige werden es schon erkannt haben, wir spielen heute Assassin's Creed 3, aber wir spielen nicht die ganz normale Version, also nicht die ganz normale Einzelspieler-Story. Wir spielen heute die DLCs. Die habe ich mir jetzt alle drei geholt vor kurzem. Wir beginnen ein neues Spiel und nennen uns Desmond. Ich habe das noch nicht angespielt, das heißt, ich bin noch komplett gespannt, was mich erwarten wird. Ich freue mich richtig drauf, weil mir hat Assassin's Creed 3 auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe wirklich da über 80 Stunden rumgespielt, obwohl man es bestimmt nicht hätte müssen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal das Spiel und sind gespannt, was uns erwarten wird. Wir fangen das Ganze natürlich mit Episode 1 an, die Schande. Und los geht's. Adonagedon, wach auf. Adonagedon, steh auf, wir müssen gehen. Mutter, was machst du denn hier? Träumst du etwa noch? Wir kamen zusammen her. Und nun müssen wir gehen. Ich dachte, du wärst tot. Doch du bist hier. Ich bin hier, ich war doch immer hier. Geht es dir gut? Sogar mehr als gut. Nun, dann komm. Ich hörte einen Schrei auf Ganyan Geha ganz nah. Wir müssen sehen, was dort los ist. Also ihr seht schon, die Story ist ein bisschen anders. Was ist deine Schuld? Was hast du getan? Normal war die Mutter ja tot, aber mehr will ich auch gar nicht spoilern. Deshalb ist sie jetzt auch so überrascht, dass sie wieder am Leben ist. Sieben! Du wolltest die Quelle seiner Macht sehen! Die Mutter ist ja ganz schön flink auf den Beinen. Wenn sie selbst schneller ist als wir. Der König sagte, ich werde mir den sucht Lufen. Eine Mohawk-Frau mit Zöpfen. Von du oben. Bist eine Mohawk. Sprungangriff. Zack. So. Die packen wir uns auch alle. Wir haben noch gar keine Waffe, oder sehe ich das falsch? Aber wir haben es geschafft, sehr gut. Warum lässt Washington das Grenzland von seinen Männern durchkämmen? Washington? Er sucht jemanden. Eine Eingeborene, die es stehlen wollte. Durch euch findet er mich nicht. Was könnte Washington damit zu tun haben? Er ist nicht mehr Commander in Chief, er ist außer Dienst in Mount Vernon. Eine schöne Fantasie, Radonhagedon. Du weißt, dass Washingtons Machtgier ihm den Verstand raubte. Ich versuchte, ihn aufzuhalten. Und nun richtet sich sein Zorn gegen unser ganzes Volk. Das verstehe ich nicht. Das passt doch nicht. König Washingtons Männer greifen gerade Concord an und sie bringen alle um. Sie suchen nach dir, Canidio.
König Washington? Komm. Hätte nie gedacht, dass er so gnadenlos zuschlägt. Sprichst du etwa von Commander Washington? Warum nannte diese Frau ihn König? Viele unschuldige Menschen leiden nun wegen mir. Nicht nur die Dorfbewohner. Wir müssen so viele schützen, wie es geht. Hier ist einiges sehr verdreht in den Augen von Connor. Sagt uns, wo sie ist und diese Menschen werden leben. Schweigt weiter und sie brennen. So einfach ist das. Wir wissen nicht, was ihr wollt. Nun gut. Bitte, bitte. Da drin sind doch Frauen und Kinder. Seid ihr denn Monster? Tut das nicht! Ihr hattet eure Chance. Sei bloß leise. Leise ist unser zweiter Name. Sie dürfen dich nicht sehen. Du musst sie überraschen. Sind wir auf jeden Fall mal etwas getarnter als so. Vielleicht können wir irgendwie auf das Dach klettern und sie von oben ausschalten. Oder hier durch die Büsche und ihn dann in den Busch ziehen. Ja, das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Genau, und jetzt packen wir ihn uns. Und zack. Oh nein, wir wurden entdeckt. Okay, wir haben die optionale Mission nicht erledigt. Sehr schade, aber jetzt müssen wir die Kirchentür öffnen. Ich werde das sehen. Verdammt, ich bin ein friedlicher Mensch. Ich sollte hier abhauen. Oh, wir haben Waffen. Die muss ich natürlich einsetzen. Dann natürlich ein bisschen einfacher. Okay, ja, man merkt es sofort. Ist aber nicht ganz einfach. Obwohl, ich kann mich noch erinnern, früher habe ich gegen noch mehr gekämpft, das geht schon einigermaßen. Ich habe es bloß auch schon länger nicht mehr gespielt. Deshalb werden sich dann einige fragen, warum ich nicht mehr so gut bin. Es gibt bestimmt bessere unter euch. So, jetzt da haben wir ihn erledigt. Es war auch schon letzte Sekunde. Okay, Kirchentür öffnen. Befreie sie! Das ist alles meine Schuld! Schnell! Wir haben nicht viel Zeit. Boah, wir haben es geschafft. Sehr gut. Lasst die Stadt so weit hinter euch, wie es geht. Versteckt euch im Wald. Shadow, Herr Gelb! Oh nein. Dort. Schnell weg hier. Wir wollen natürlich nicht, dass sie uns treffen. Das wäre nicht gut. Ich renne schon, was geht. Mehr kann ich leider nicht machen. Wir kämpfen bis keine Zeit. Wir müssen einfach rennen, um unser Leben. Ich würde mir nie verzeihen, wenn wir sie gewähren lassen. Das ist Wahnsinn. Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Wir müssen die Quelle des Geschützes entdecken, haben wir jetzt gemacht, und nun ausschalten. Hoch damit und zack. Miese Aktion von hinten, aber ihr habt es nicht anders verdient. Es gibt auch natürlich Leute, die mehr aushalten bzw. stärker sind, aber wir sind geladen, wir sind wütend nun. Wir werden euch alle vernichten.
Und er hat das nicht anders gewollt und nicht anders verdient. Zack. Viele der Männer sind noch unbewaffnet, aber sie holen sich schon ihre Waffen. Der mit dem Schwert ist ein bisschen stärker. So, aber wir haben ihn auch geschafft. So, so bist du dran, du Schweinepriester. So, und du bist auch noch fertig. Schön die Klippe runter, sehr schön. Ihr, ich brauche Hilfe. Helft die Kanonen zu laden. Wir spielen das Spiel natürlich in höchster Auflösung, was man schon sieht. Also es sieht wirklich sehr geil aus. Ich finde die Grafik echt super. Die Armee des Königs rückt vor. Setzt die Kanonen gegen sie ein. Zack. Genau, wir werden jetzt auch aus dem Schatten herausfeuern. Genau wie sie es getan haben. Können wir noch irgendwie zielen oder müssen wir einfach nur schießen? Ich glaube, wir müssen tatsächlich einfach nur schießen. Ach nein, das kann nicht sein. Wir müssen sie doch irgendwie drehen. Doch, wir können sie drehen, natürlich. Jetzt aber. Zack. Oh. Solche Missionen mag ich ja immer. Auch wenn ich da sicherlich nicht der Beste drin bin. Aber mir macht das auf jeden Fall richtig viel Spaß. So. Und zack. Volltreffer. Zack. Der müsste auch sitzen. Sehr schön. Und gleich nochmal auf die gleiche Stelle. Und zack. Sehr schön. Alles Volltreffer. Und zack. Vielleicht treffen wir alle damit. Sehr schön. Ja, so stelle ich mir das vor. Auf dem Dach sitzen auch noch welche, sehe ich gerade. Aber nicht mehr lange. Zack. Und das Haus ist auch zerstört. Aber im Krieg muss man Gebäude opfern. So, sind jetzt auch alle eliminiert. Bis auf eine Person. Ach, das gibt's jetzt nicht, oder? Ah, das hat auch nicht gereicht. Verdammt. Ah, die feuern natürlich auf uns. Zack. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ich weiß nicht mehr, ob ich es schaffen kann. Aber es müsste hinhauen. Ach, wir dürfen natürlich auch nicht die Laure gehen kommen lassen. Aber das haben wir jetzt leider schon verblödelt. Zack. Ach, zwei auf einen Streich. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch geht. So, den haben wir auch noch schön erwischt. Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Sie sind auf dem Rückzug. Es ist getan. Washingtons Truppen ziehen sich nie zurück. Jetzt erstmal wieder aufladen. Nach Lexington. Von dort haben wir einen besseren Überblick. Die Steuerung ist schon sehr einfach. Hätte ich mir das Zepter abgenommen. Jetzt rächt es sich bitterlich. Mutter, das wird alles immer und immer schwieriger zu verstehen. Oh ja, auch für mich, weil ich kenne ja auch nur die normale Geschichte des Spiels. Und ich kann jetzt schon sagen, das Spiel ist richtig geil, weil es einfach nochmal eine ganz andere Handlung hat. Und dabei aber trotzdem richtig geil inszeniert wurde. Allein schon die Angriffe sind richtig geil gemacht, wie schon im normalen Teil. Macht mir wirklich richtig Spaß. Kann ich nur immer wieder betonen. Gibt nicht viele Spiele, wo das so betonen kann. Besonders gefällt mir auch. Aber Assassin's Creed ist nochmal eine Klasse besser, meiner Meinung nach. Oh nein, was ist hier passiert? Da ist sie.
Gebilde, die mir das hier stehen wollte. Die Quelle und das Symbol meiner Macht. Washington. Geh ganz genau hin. Denn es ist das Letzte, was du je sehen wirst. Ich bin hier, um dich zu zerstören. Und dein trauriges Dorf. Denn keiner von euch darf leben. Commander Washington. Warum tust du das alles? Nach allem, was wir erreicht haben. Komm bitte wieder zu Verstand. Noch ein wahnhafter Wilder. Noch nie war ich mehr bei Verstand als in diesem Moment. Nun beuge dein Knie vor deinem König und tu Buße in deinem letzten Moment, bevor du die gerechte Strafe erhältst. Niemals. Kümmert euch um sie. Niemals. Versucht es ruhig. Wir werden euch alle eliminieren. Oh, okay, wir müssen uns um die da drüben kümmern. Ich kam, glaube ich, zu spät. Ah, ihn muss ich eliminieren. Die mit dem roten Symbol. Von hinten gemeuchelt. Da, wir müssen sie aufhalten. Zack. Und gleich den nächsten. Komm nur her. Ich bin viel schneller als du. Zack. Die Lunte darf nicht brennen. Ich frage mich, warum da oben noch 5 Sekunden stehen, aber das ist mir jetzt egal. Ich will Action. Und ihr wahrscheinlich auch. Wo bist du? Hier bist du. Ich werde dich kriegen. Lauf, Schäfchen, lauf. Aber es wird dir nichts nützen. Nein! Boah. Schnell ausmachen. Boah. Knapp. Er hätte es fast geschafft. Er hat sie angezündet, aber ich war... zum Glück rechtzeitig da. Da drüben ist ein Blaurock. Schnell. Eile ist geboten. Eine Schusswaffe wäre nicht schlecht. Vielleicht habe ich eine. Ich habe gerade keine Zeit nachzuschauen. Ich muss mich hier richtig konzentrieren und beeilen. Ich habe eine. Egal. Mach sie aus. Schnell wieder austreten. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Ja, ich sehe ihn. In der Ferne. Ich werde ihn eliminieren. Oh, ich bin vorbeigesprungen. Okay, aber der kommt nicht weit. Ich werde ihn ja einholen. Ich bin viel schneller als er. Und zack. Kurz vor dem Ziel. Eliminiert, gemeuchelt, dem Erdboden gleich gemacht und was es sonst noch alles für Synonyme für Zerstörung und Mord gibt, der aber hier sehr gerechtfertigt ist. Oh oh, aber ich habe noch Zeit, schnell ausmachen. So, wo ist der nächste Schweinepriester, der es wagt, uns zu vernichten? Sehr gut. Die erste Sequenz haben wir abgeschlossen. Leider nicht sehr erfolgreich, wenn man die Nebenmissionen bedenkt. Aber das soll uns jetzt egal sein. Er hat versucht, das ganze Dorf zu zerstören. Das ist meine Schuld. Ich verstehe das nicht. Washington kennt mich. Er ist ein Mann der Vernunft, immer gewesen. Dieser Mann war nicht der, den ich einst Freund nannte. Geht es dir gut? Wann willst du dieses Monster getroffen haben? Ich traf ihn. Ich... Mutter, das stimmt alles nicht. Washington, die Gewalt, das alles. Wir müssen zurück und die Dorfbewohner warnen, bevor dieser irre König dort alles zerstört. Das ist wohl wahr. Aber... Steig auf... Liebe Freunde, ich werde jetzt mal kurz hier die Pause machen. Wir sehen uns das nächste Mal und werden schauen, ob wir ihn aufhalten können.
denn hier? Lese ich euch das noch kurz vor? Ratakekron, oder wie man den ausspricht, ist ziemlich schwer, den auszusprechen, erwachte an einem bekannten Ort, doch alles hat sich verändert. Inmitten von Gewalt und Chaos findet er sich im Konflikt mit dem wahnsinnigen König wieder, George Washington. Okay, jetzt wisst ihr so im kleinen Detail, also nein, eher so grob, um was es geht. Mehr weiß ich auch nicht, ich habe bisher nur das gelesen und bisher gespielt, ne? Also sind wir alle mal gespannt, ich einschließlich, was uns weiterhin erwarten wird. Ich freue mich drauf, weil das, wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Ich habe mir jetzt alle Assassin's Creed Teile mal gekauft, aber ich werde jetzt mal mich nur auf die drei DLCs, die drei Episoden beschränken und die dann hoffentlich auch alle hochladen, wenn ich mir das so vorstelle. Dishonored wird auch weiterhin hochkommen und man wird sehen, wie sich das Ganze mit Left 4 Dead entwickelt. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Assassin's Creed, ab der Stelle, wo wir heute aufgehört haben. Ciao!